Hinsetzen können wir uns nicht, natürlich nicht. Nur Fussel. Ich weiß nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Dina und Johann haben. Ich konnte das nie gut. Haben die Truhe schon geöffnet? Sie ist verschlossen. Da ist nichts zu machen. Können wir sie aufbrechen? Sie ist verschlossen. Da ist nichts zu machen. Tja. Sie ist mehrfach verriegelt. Ach, was will ich auch mit Salvadors Kram? Doppel. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Und das nicht nur ein bisschen. Salvador, vielleicht eine Ahnung. Ich werde mir einen Weg durch die Wand bohren. Geh deine verdammte Pause machen. Klappt an der Buchstabe. Einsehen, rütteln, reparieren, zerschlagen. Dieses rote Glas ist viel zu dick. Die Konstruktion viel zu wackelig. Entweder breche ich mir die Hand, oder Salvador kommt nicht mehr zurück. Ach nein, das wäre beides nicht nett. Oh, ich glaube, er hat sich bewegt. Mann, jetzt lass dich doch nicht von einem einzelnen Buchstaben verunsichern. Der sieht noch schlimmer aus als der Rest. Ich hoffe, das ist kein böses Zeichen. Wäre er nicht kaputt, könnte ich nicht rüberklettern. Tja. Ach nee. Dafür ist das Glas. Mit dem Ding drauf schießen? Mal sehen. So. Ein kleines rundes Stück Glas und leuchtend rot. Das klappt ja immer besser mit dem Bohrer. Okay. Können wir den jetzt wieder aufmachen und das rote Ding reinstecken? Wenn manche das ist jetzt das rot ist, macht das hier dann. Ein Multifunktion. Er besitzt und sein Filter von mir stammt. Nun sollte der Bohrer stärker sein als mit dem Blaufilter. Aha, testen wir es aus. Diesmal musste es klappen. Ich hatte das Netz mit der Batterie und ich hatte das Filtermodul das mit dem roten Glas. Und eine blühende Fantasie. Ich weiß nicht, wo sie dieses Wissen über Laser herhaben, aber rote Laser sind energieärmer als blaue. Und wie dieses Membrannetz von ihnen funktionieren soll, ist mir ebenso ein Rätsel. Ich habe so viel riskiert, um heute hier zu sein. Und du glaubst, ich würde mir das alles bloß ausdenken? Bist du wahnsinnig? Wir sitzen ja in einer Ruine und du schießt Wände ein. Die Tür ist jetzt auf. Warte mal. Wie hast du das gemacht? Ich habe die Energiezufuhr konzentriert und die Farbfrequenz mit einem improvisierten Modulator manipuliert. Interessant. Das ist sogar sehr interessant. Komm mal her. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich will dir nur etwas zeigen. Also komm her. Wie naiv kann man sein? Ja. Hey, was soll das? Ich brauch den Bohrer noch. Das ist, damit du da unten das Fundament nicht einreißt. Die Membran kannst du behalten. Und jetzt geh mir aus den Augen. Wie naiv kann man sein? Komm mal her. Okay. Das ist... Ich tu dir bestimmt nichts. Nigel?
Hallo? Aha. Ein Terminal. Das sieht aus wie das Terminal, an dem Nigel hing. Vielleicht ist es das sogar. Der Aufprall hat es völlig zerstört. Nigel kann den Sturz nicht überlebt haben. Wie meinst du? Ist da ein Kristall? Ich komme nicht ran. Zum Glück haben wir einen Paddel. Ja, das Paddel hat genau die richtige Länge. Na toll. Nein, das Rinnsal hat ihn weiter nach unten gespült. Hast du fein gemacht. Ein Steckplatz für eine dieser Signallichter. Aha. 3 merkwürdige Sockellehnten an der Wand. Lassen Sie mich raten. Das waren Teleporter. Sie stellten sich auf einen, murmelten was in ihr komisches Funkgerät und schwupps, waren sie auf einem anderen Planeten. Nein, das waren verrostete Regale. Oh, schade. 3 merkwürdige Sockellehnten an der Wand. Nein. Oh. Hier ist ein Knopf, der nichts macht. Es passiert nichts. Hier ist eine Lampe. Das ist eine Signalleuchte. Das sind mindestens... Ganz unten kann ich eine Treppe sehen und 2 Schaukästen oder so. Oha. Kein Strom. Ich bekomme meine Finger nicht in die Rillen. Zum Glück kann man ein Messer. Genau das, was ich brauche. Ja, das war leicht. Kein Wunder, dass das Terminal nicht funktioniert. Der Chip ist durchgeschmort. So, kleiner Chip. Du hast tolle Arbeit geleistet. Aber jetzt wird es langsam Zeit zu gehen. Leb wohl. Können wir da was anderes reinsetzen? Zum Beispiel die Lampe? Nein. Okay. Halt nicht. Danke. Das untere Ende hat sich fest um das Geländer gewickelt. Ich glaube, da habe ich etwas Besseres als meine Hände. Ich glaube, da... Ich mache das besser von weiter oben. Ah, ja. Hoffentlich hält der Schutthaufen mein Gewicht. Geschafft. Jetzt muss ich nur noch... Und hepp! Aha. So viel dazu. Jetzt muss ich nur noch wieder nach... Tja. Dann auf nach unten. In der Hoffnung, dass das hält. Inneren Saal. Boah, kalt. Irgendwo hier muss der Datenkristall gelandet sein. Hier ist er nicht. Hier auch nicht. Komisch. Ich hätte schwören können, dass er hier runtergefallen ist. Wo hat das Wasser ihn nur hingespült? Ja.
Den Schaukasten mal auch schon. Im linken Schaukasten stand ein alter Bildschirm, dick und klobig, wie dein Gerät da in der Ecke. Klingt, als wären sie in einem Medienarchiv gelandet. Ha, das ist toll. Man hat mehr Mühe in die Aufbewahrung alter Maschinen investiert, als in die Erhaltung des Klimas. Dieses eine Mal will ich Ihnen glauben. Im rechten Schaukasten war eine große schwarze Scheibe mit einer Widmung für Elise. Das war eine Schallplatte. Wissen Sie, damit... Wirklich entzückend, wie Sie versuchen, Ignoranz vorzugaukeln. Schallplatten gibt es überall. Das kann nicht Ihre erste gewesen sein. Vermutlich war es sogar die letzte. Tja. Ein Getränkautomat und eine tickende Zeitbombe. Hallo? Ist da jemand? Red Curry Cola. Neu. Okay, haben wir eine tickende Zeitbombe? Egal. Machen wir mal einfach. Passiert nichts. Kein Stress. Ein elektronisches Schloss? Wie seltsam. Hierüber hat man Zugang zu den Turbinen. Oh je, das sieht ja kompliziert aus. Was ist wohl die Aufgabe dieser ganzen Schalter? Die Farbe der kleinen Lampe über dem Schalter hat sich verändert. Und der Schwimmer rechts hat sich bewegt. Vielleicht sollte ich ausprobieren, was passiert, wenn alle Lampen grün leuchten. Oh je. So ein Rätsel also. Oh, die Sicherung ist rausgesprungen und alles wurde zurückgesetzt. Scheinbar darf der Schwimmer nicht zu weit ausschlagen. Der Schwimmer ist schon wieder zu weit ausgeschlagen. Aha. Ich muss die Schalter wohl in einer anderen Reihenfolge benutzen. Ja. Das war als erstes da. Ticken ist ja gar nicht störend. Okay, das bringt nach unten, das heißt, das ist gut. Müssen wir einzeln machen. So nicht. Okay, der macht immer aus. Hä?
Okay. Seltsam. Das Rätsel aber jetzt lösen. Runter. Ja, geht wieder hoch. Ja. Und mit wem anders anfangen? Das war ja klar. Okay, das bringt ja wirklich nichts. Okay, wir müssen das so weit runterbringen. Das am Ende. Ausreicht, um die drei nach oben zu bringen. Mist. Ich habe das Prinzip verstanden. Nach oben. Nach unten. Oben. Verdammt. Das Ticken macht mich auch nervös. Das haben wir die alle. So.
Aha, die letzte macht nur ein bisschen, die erst macht nur ein bisschen was. Das heißt, verstehe es aber langsam. Nach unten. Okay, der geht 3 nach oben. Okay. Der geht 2 nach oben. Der geht 1 nach oben. Der geht 2 nach unten. Okay. Das heißt, 3 nach oben, 2 nach unten, 2 nach oben. Und 3 nach oben bist du doch jetzt. Das verstehe ich wieder nicht. 2 nach unten. Rechts nach oben. 3 nach oben. Unten müssen wir uns aufheben. Was macht der? Warum sorgt die ständig für eine Auswahl, der letzte? Okay, das Rätsel ist ein das ist ein Ding. Ja.
Runter. Ticken auch nach oben. Ich muss alles auf grün stehen. Ja, vielleicht gut, man die erstmal auf grün kriegen würden. So nicht. Tja. Oha, okay, der funktioniert der Schalter. Und der Schalter ist grün, nice. Ist nach oben. Nach unten, nach unten. Geschafft. Wenn ich Nice. jetzt den Hauptschalter betätige, sollte es wieder Strom Let's geben. up. Huh, Und auch schon das noch freischaltet ein Ingenieurfee. Kurzschluss. Na toll. Hat sich gar nichts gebracht. Das ganze Rätsel außer ein Achievement. Am Ende des Raumes war eine schwere Panzertür. Jemand versteckte sich auf der anderen Seite. Das wussten Sie? Ich spürte es, ja. Es war die gleiche Person, die vorher meine Sonde gestohlen hatte. Und woher wussten Sie das? Gut, das konnte ich da noch nicht wissen. Aber darf ich jetzt vielleicht weitererzählen? Ich sehe nirgendwo einen Türgriff. Wenn sich jemand hinter dieser Tür verstecken sollte, dann wäre es mir lieb, er oder sie würde sich zu erkennen geben. Nein? Wie naiv Also kann man gut, dann sein? nehme ich jetzt mein Messer und mein Plasmagewehr und sehe mich hier weiter um. Ich will meine schwer bewaffneten Freunde nicht noch länger warten lassen. Ja. Hier ist das dunkel. Ganz hinten sehe ich einen beleuchteten Fahrstuhl. Der Rest ist stockfinster. Tja, zurück. Hier ist ein Kabel. Durch Kurzschluss haben wir jetzt das Kabel zum Funzeln gekriegt. Es läuft hier die Wand entlang und zwar bis hier. Dann Eine verschwindet es Geheimtür, einfach. war. Oh, keine Tür. Tja, nun. Stecker. Ja, Problem gelöst. Ich sehe nirgendwo einen Tür. Problem gelöst, aber Ich sehe nirgendwo. okay, welches Problem hast du gelöst? Hierüber hat man Zugang zu den Turbinen. Ja. Das hilft uns jetzt inwiefern weiter? Er ist voller Ruß. Ich kann kaum noch was erkennen. Aha. Okay. Wir müssen doch immer noch den Datenkristall finden. Passiert nichts. Also,
Hallo? Es ist noch nicht zu spät, sich zu erkennen zu geben. Ja. Aber irgendwas im Inventar, was wir... Nein, nein. Ich weiß nicht. Bestimmt nicht. Keine Ahnung. Also...